Wir werden heute Bianca machen. Bianca ist heute Prio. So. Wir haben letztes Mal ein Shiny bekommen. Fluffeluff. Wir können dann nachher noch ein bisschen mit, können das nachher noch trainieren. Und daraus ein Pummeluff machen. Und dann können wir Pummeluff nachher mit anderen Mons paaren, um daraus Shinies zu bekommen. Ja, das können wir auf jeden Fall nochmal noch machen. Wir werden jetzt auf jeden Fall heute Bianca machen. Oh. Käferattacke. Hutut, ich dachte, du magst Hutut. Und dann killst du es eiskalt. Ich kill es nicht. Ja, ich muss es töten, hallo? Bin ich der Einzige, der einfach Pokémon ohne Plan spielt? Ich nehme stark Pokémon in mein Team, level die und gebe dann starke Attacken. Also ich spiele mittlerweile Pokémon nach Plan, aber hallo nach Plan, ohne Witz. Also mittlerweile ist es richtig schlimm. Ich spiele richtig, richtig, richtig stark Pokémon nach Plan oder beziehungsweise genau nach Dings, weil keine Ahnung, irgendwie das fing irgendwann mal an und dann wird das immer mehr. Kuba passt wieder auf, Hanno mag dich auch. Also das macht ja gar kein Damage. Naja, kann sich nur noch um Tage handeln, bevor wir dieses Tangela down haben. Tangela ist auch so ein richtig gutes Mon. Besonders seitdem es die vierte Gen hat, den Evolid bekommt hat, ist es mega sick. Auf jeden Fall ein richtig gutes Mon für mich, finde ich. Ja gut, let's go, würde ich sagen. Komm. Ganz ehrlich, wir können eh nichts anderes machen. Wir probieren's, okay? So, wir gehen hin, komm. Wir gehen trotzdem hin. Also, Bianca. Och Mann, ey. So. So. Tyrakok ist unser Lead. Tyrakok hat einen Angriffswert von 38. Das heißt, physisch ist im Moment besser. Verteidigung ist relativ okay. Kann ich mit leben. Ja, ich würde gerne mit Anna... Würde ich wohl gerne leaden. Ich habe dann auch noch Nadine in der Hinterhand, wenn was ist. Aber Nadine kann auch nichts irgendwie Wertvolles lernen, um ehrlich zu sein. Nee. Egal. Good luck, danke Ziel. Oh, ich hab schon Panik vor der Frau, ey. Okay, komm, let's go. Ich bin Bianca. Jeder hat sich für mich in Pokémon interessiert, also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich, will zu kämpfen, sei gewarnt. Ich bin gut. Okay. Oha, Shiny Knospi und Platin, GZ. So, Pipi. Danke, Grassy, für meine Frage. Sieht man sich auf der Gamescom? Ja, Grassy, man sieht sich safe auf der Gamescom. Kann ich jetzt schon safe sagen. Also, da bin ich auf jeden Fall am Start. Vielen, vielen Dank für den Resub. Lass mal ein bisschen was da, Freunde. Ein bisschen Hype oder so. Ist immer cool. Vielen, vielen Dank. Man sieht sich aber auf jeden Fall safe auf der Gamescom. Kann ich jetzt schon sagen. Ich würde eigentlich gerne meinen Tyrakok aufsparen. Um ehrlich zu sein. Würde gerne mit Nadine das machen. Aber ich weiß nicht, dass dieses Pipi... Ist das Pipi? Ja, das Pipi. Ich weiß nicht, was Pipi kann. Ich denke mal nix eigentlich. Deswegen gehen wir mal in Anna. Und ich denke mal, Anna kann das bestimmt gut handeln. Anna kann das handeln. Das kann Metronom. WTF! Das ist nicht sein fucking Ernst, Mann. Alter, was ist das für ein scheiß Pipi? Alter. Holy shit. Oh.
Oh, come on! Ich krieg den Sub nicht down. Danke! Endlich lässt er nach. Holy shit, macht das viel. Holy shit. Das macht mir mal mega viel. Wenn mich das Ding fünfmal trifft, ist mein Super weg. Erstmal gegenheilen, Alter. Holy shit! Okay, wisst ihr was, Freunde? Wir machen jetzt Taktik of Doom. Superschall, bitte triff. Und es muss sich jetzt selber schlagen. Es muss sich selber schlagen. Das war's. Das war's. Holy shit, war das knapp. Klatsch die bitte selber. Mal ohne Witz, nee, Mann. Ganz ehrlich, leck mich. Richard, go. Wenn jetzt eine Elektroattacke kommt, heul ich. Okay. Ich will mir erstmal eine Aquaknarre draufhauen. Black Sieb kommt. Ging daneben. Oh, das ist perfekt. Nochmal Aquaknarre drauf. Oh, Quid. Ist es nicht sein Ernst, dass ein Quid ist? Quid jetzt selber. Ja! Dankeschön. So. Oh, das Ding ist so whip. Oh, das Ding ist so whip. Oh, ich bin so whip, Alter. Ich bin so fucking whip. Also, was macht Silberblick nochmal, Freunde? Was macht Silberblick? Denkt das nicht die Verteidigung? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ja, es denkt die Verteidigung, wenn ich hier richtig liege. Frage ist, ob sich's lohnt, Silberblick anzusetzen und dann auf eine Raserei zu gehen. Ich greife eh speziell an. Ich mach's. Oh, shit. Holy shit. Das tut mega weh. Das wird durch mein Team gehen. Ich mach jetzt erstmal krassen Play. Heim mich hoch. Trifft Walzer jedes Mal. Geil mich nochmal hoch. Wie viel macht es jetzt? So. Jetzt habe ich mich wieder voll geheilt. Es ist jetzt bei 3. Das heißt, ich gehe jetzt in den Weed Boy. Lasse Weed Boy sterben. Und geh dann auf Nadine. Und, oder gehe ich erst auf Dings? Also Nadine muss das Ding eigentlich parren. Obwohl, ich könnte auch erst in Anna gehen. Ich gehe in Anna. Ja, moin, hallo, Mataro. Jetzt kommt ein Team. Yves, Junge, du bist verrückt. Heuler. Bin ich schneller? Nee, das wäre auch zu schön. So, 5-mal eingesetzt. Damit sind 2 Mons weg. Superschall. Es ging jetzt daneben. Was? Ich hätte ihn treffen müssen.
Raserei. Wie viel macht das? Du Mörder. Oh! Ey, Mann! No way! Und dann auch noch ein Quid! Tschüss, Nasslocke! Ist doch kein Problem heute! Geil! Und das war's! Oh. Auf der einen Seite hätte ich echt gerne ein bisschen gelevelt. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, komm, ich mach die jetzt. Von daher echt schade, dass ihr die Dinger getötet habt. Kann man nichts machen. Halt so. So, damit ist dann die Nasslocke beendet. GG, würde ich sagen. Ist dann halt so. Kann man nichts machen. Was mich nur wundert ist, warum ist Zubat denn langsamer als Miltang? Ich habe doch eine 26er Init, okay. Ja gut, bei 26 Init. Weiß ich gerade gar nicht. Danke Mataro für den Follow. An jetzt gekommen. Hey. Dankeschön. Ja, ist dann halt so. Kann man nichts machen. GG Noob. Tja. Nasslock ist beendet. Kann ich halt nichts machen. Ist dann halt so. Bianca hat uns eiskalt getötet. Dankeschön fürs Zusehen und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr kostenlos abonnieren. Das könnt ihr oben links machen. Wenn ihr weitere Videos von mir sucht, könnt ihr die auf der rechten Seite finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.